Und die Details der Daten des DIW spreche ich jetzt mit Dr. Simon Juncker vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Juncker, das Konjunkturbarometer rechnet im nächsten Jahr mit einem Anstieg um 1,7%, dieses Jahr 0,4. Wo kommt denn auf einmal dieses kräftige Wachstum her? Ja, also wir sehen eigentlich, dass die Weltkonjunktur zwar etwas schwächer läuft, als das vor Monaten noch gedacht ist, aber sich allmählich stabilisiert. Das gilt ja sogar auch für den Euroraum. Also das sind natürlich gute Nachrichten, dass wir da das Ende der Rezession wirklich in Sicht haben. Das stößt natürlich die deutschen Exporte auch etwas an. Wir werden in der Folge auch etwas weniger diese Investitionszurückhaltung haben. Die dürfte sich im weiteren Verlauf doch merklich lösen. Aber vor allem ist es der private Verbrauch, der relativ gut zum Wachstum beitragen wird. Gerade dieser private Verbrauch, wovon letztendlich ist die Kauflaune abhängig? Was könnte die Stimmung noch mal trüben? Naja, da gibt es natürlich verschiedene Facetten. Also wir haben natürlich eine etwas längere konjunkturelle Flaute jetzt gehabt, sage ich mal. Also die vier Quartale etwa vor dem guten zweiten Quartal waren doch eher sehr mager. Das hat natürlich auch ein bisschen Ängste vor Arbeitslosigkeit vielleicht geschürt bei einigen. Das sieht man an Umfragen unter Konsumenten, dass das schon deutlich nachgelassen hat. Also die Beschäftigungslage ist ja nach wie vor hervorragend. Also auch die zunehmende Arbeitsplatzsicherheit, die führt alleine schon dazu, dass die Leute mehr Geld auch ausgeben. Dann haben sie eben auch zusätzlich die wirklich hervorragende Situation, die Beschäftigung wird weiter aufgebaut, die Löhne steigen weiter recht kräftig, also die Einkommen der Haushalte steigen und davon wird dann eben weiter kräftig konsumiert. Aber europaweit kommt das noch nicht so richtig an, wenn ich es richtig verstanden habe. Naja, in vielen Ländern sieht das natürlich noch ein bisschen schlechter aus, gerade was die Arbeitsmarktlage angeht. Da ist Deutschland ja wirklich, sticht ja wirklich heraus. Aber auch da gilt eigentlich, dass die Lage sich doch vielfach, also zumindest stabilisiert. Also vielerorts sind die Arbeitslosenzuwächse nur noch moderat. Also da ist eigentlich so das Ende dieser Talsohle doch Gott sei Dank allmählich in Sicht. Und die Exporttätigkeit, auch weil in den Ländern an der preislichen Wettbewerbsfähigkeit einiges sich dann doch gebessert hat, zieht an. Das bedeutet, dass die Einkommen in den Ländern nach und nach dann sich auch ein bisschen die Perspektiven zumindest aufhellen, die Leute auch da ein bisschen mehr konsumieren werden in den kommenden Quartalen. Heißt das letztendlich auch, wenn jetzt hier mehr verdient wird, auch mehr konsumiert wird, dass der Staat auch was davon hat? Naja, also der Staat macht ja wie im vergangenen Jahr schon in diesem und zunehmend auch im kommenden Jahr dann Überschüsse. Das liegt natürlich auch an der guten Entwicklung der Steuereinnahmen. Also gerade die Lohnsteuer ist natürlich sehr kräftig im Plus. Das liegt auch zum Teil an der Progressionswirkung, aber es liegt natürlich daran, dass die Lohnsumme sehr kräftige Zuwächse verzeichnet. Dr. Simon Juncker vom DIW, vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne.